Herzlich willkommen an der TU Dortmund. Ich bin Vera. Und ich bin Aykut. Wenn ihr an der Uni neu seid, dann wird euch der Campus ganz schön groß und verwirrend vorkommen. Und deswegen wollen wir heute mit euch eine Tour über unseren Campus machen. Für die 17 Fakultäten und all die verschiedenen Einrichtungen haben wir einen großen Campus Nord und einen kleineren Campus Süd. Wenn ihr Architektur, Bauingenieurwesen, Maschinenbau oder Raumplanung studiert, findet ihr eure Fakultäten im Süden. Am Campus Nord sind alle anderen Studiengänge vertreten, wie zum Beispiel das Lehramt, die Naturwissenschaften und die Informatik. Die Uni hat ihre eigene S-Bahn-Haltestelle. So könnt ihr mit der S1 direkt vom Dortmunder Hauptbahnhof zur Uni fahren. Aber auch mit dem Bus kommt ihr ganz leicht zum Campus. Unter der Mensa-Brücke fahren 5 verschiedene Buslinien. Und wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, könnt ihr zum Beispiel an der Otto-Hahn-Straße, am Vogelpotsweg oder an der Emil-Fegel-Straße parken. Die H-Bahn fährt vom Campus Nord zum Campus Süd oder zurück. Das ist eine Hängebahn, die ohne Fahrer auskommt und alle paar Minuten fährt. Mit eurem Semesterticket könnt ihr ganz einfach einsteigen. Und auch abends und am Wochenende kommt ihr mit dem Rufservice der H-Bahn ganz sicher hin und zurück. Eine der Linien fährt vom Stadtteil Eichlinghofen über beide Campusse bis zum benachbarten Technologiepark. Diese Linie hält dann auch an der S-Bahn-Haltestelle auf dem Campus Nord. In eurem Studium sind die Gebäude eurer Fakultät wichtige Anlaufstellen. Dort findet ihr zum Beispiel Seminarräume, die Büros eurer Dozierenden sowie der Verwaltung, aber auch die Räume eures Fachschaftsrats. Das sind die Studievertretungen eures Fachs. Hier stehen wir gerade vor dem Mathe Tower. Der Mathe Tower steht ganz zentral auf dem Campus Nord und durch das große, sich drehende TU-Logo auf dem Dach findet ihr ihn eigentlich von überall. Wenn ihr also mal verloren seid, kommt einfach in Richtung Mathe Tower. Hier findet ihr nämlich auch einen großen Lageplan, der euch dann ganz sicher ans richtige Ziel bringt. Ihr könnt aber auch das Campus-Navi unserer TU nutzen, um den Weg zu euren Gebäude zu finden. Die Gebäude haben alle Abkürzungen, meistens aus den Initialen, aus der Straße und der Hausnummer. Die Emil-Fiege-Straße 50 ist zum Beispiel EF50. Im Foyer des Mathe-Towers ist das Audimax. Das Audimax ist der größte Hörsaal der Uni, das heißt, da finden alle Vorlesungen statt, an denen besonders viele Studis teilnehmen. Aber im Audimax finden auch öffentliche Vorträge, andere große Uni-Events oder Auftritte statt. Größere Vorlesungen finden zum Beispiel auch in den Hörsaalgebäuden statt. Am Campus Nord steht das HG2, also das Hörsaalgebäude 2. Und am Campus Süd steht das Hörsaalgebäude 1, kurz HG1. Auf dem Campus Nord findet ihr außerdem das Seminarraumgebäude, kurz SRG. Neben einem Hörsaal findet ihr hier vor allem Räume, in denen ihr eure Seminare besucht und Lernplätze. Das Gebäude hier hinter uns ist die EF50. Hier findet ihr alle Geistes- und Gesellschaftswissenschaften sowie die Lehrämter. Hier nebenan findet ihr außerdem die Räume des Allgemeinen Studierendenausschusses, kurz ASTA. Die Studievertretung hilft euch mit Infos, Beratungen und anderen Services. In den Räumen des ASTAs treffen sich außerdem Referate, AGs und andere Gruppen, bei denen ihr euch engagieren könnt. Außerdem findet ihr in der EF50 eine unserer derzeit 4 Unibibliotheken. Wie das mit der Unibibliothek genauer funktioniert, zeigen wir euch noch genauer in einem eigenen Video. Im Gebäude EF61 vom Studierendenservice bekommt ihr Unterstützung bei allen Themen und Fragen rund ums Studium. Hier sitzt zum Beispiel das Studierendensekretariat, das hilft euch mit Anträgen und Bescheinigungen, das Prüfungsamt und die allgemeine und psychologische Studienberatung. Außerdem sitzt hier das Referat Internationales, das hilft euch bei Auslandsaufenthalten oder wenn ihr internationale Studis seid. Eure Pausen könnt ihr in den verschiedenen Mensen und Cafés auf dem Campus verbringen. Die Hauptmensa des Studierendenwerks befindet sich hier hinter uns im großen gelben Gebäude im ersten Stock. Im Erdgeschoss findet ihr ein Café und die Galerie, wo es auch Currywurst und Burger gibt. Natürlich auch im Vegan. Alle Mensen und Cafés werden vom Studierendenwerk betrieben. Das kümmert sich aber auch um Wohnheime und ums BAföG. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr euch gerne hier beim Infopoint in der Mensa melden. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Tour angekommen. Wir freuen uns schon, euch bald auf dem Campus zu sehen. Tschüss! Tschüss.